Ich glaube, es ist schon europaweit anerkannt, dass das WIW eine ganz spezielle Expertise auf dem Gebiet Osteuropa und insbesondere Südosteuropa hat. Es hat sich halt gezeigt, dass diese Länder sehr instabil sind teilweise, dass sie am europäischen Integrationsprozess teilnehmen wollen. Und ob sie das können und welche Bedingungen es dafür gibt, dafür hat das WIW sehr viele Analysen geliefert. Das WIW hatte und hat große Bedeutung im Rahmen der Forschung der zentral-osteuropäischen, südosteuropäischen Länder. Da hat es ein Alleinstellungsmerkmal mit der ÖNB, dass es auf diese Länder fokussiert ist. Und im Rahmen dieses Alleinstellungsmerkmals ist es ihm gelungen, eine sehr starke internationale Rolle einzunehmen. In dem Sinn hat das Institut hier, glaube ich, sehr viel beigetragen, auch auf europäischer Ebene wichtige Diskussionspunkte zu leisten und sozusagen wertvolle Informationen zu liefern, was Wettbewerbsfähigkeit, was die Integration dieser Länder in die europäische Wirtschaft brachte und Vorteile, eventuell auch Nachteile für beide Seiten herauszuarbeiten. What I really, really appreciate about the Institute is this combination of rigorous analysis, but also blue sky thinking. For us, who are diplomats and working on policy issues, it is fantastic to get also the ideas on what the next generation of policies should look like based on factual analysis. I think WIIW, I think, shares with Peterson Institute and other leading think tanks the ability to find the sweet spot of expertise in the real world area studies, meaning knowing the countries, knowing the region, knowing the institutions, and rigor of economic analysis. Ich merke das immer wieder, bin ja selbst oft tätig und unterwegs im Balkan. Ich merke immer wieder den guten Ruf des Instituts und auch die Kenntnis der Forschungsergebnisse aus dem Institut. Wie immer, Politik hört ja in allen Ländern, West und Ost, nicht immer auf den Rat der Experten, manchmal richtigerweise, sehr oft fälschlicherweise. Also die politische Umsetzung ist sicherlich ein großes Problem, aber das liegt nicht an dem Institut und an seinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern an der Politik. Da müsste noch sicherlich mehr geschehen. Natürlich kann die Wissenschaft diese Politik nicht beeinflussen, aber sie kann anderen Politikern doch Blaupausen liefern, zu zeigen, wie man bessere Politik machen könnte und insbesondere auch der Bevölkerung zeigen, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, einen Weg, der mehr Sinn macht. Ich glaube, dass die spannendste Frage werden wird, wie Europa sich mit Russland wiederfindet. Jetzt ist ganz klar, das driftet auseinander, aber langfristig ist die geopolitische Chance Russland-England so groß, dass das Thema offen bleiben muss. Der geistige und analytische Vorsprung, den das Institut hat, ist hoch geeignet, um hier einen Beitrag zu leisten. Jetzt hat man natürlich gesehen, weil auch mit Russland hat man versucht, natürlich über diese letzten drei Jahrzehnte immer wieder die Wirtschaftsbeziehungen in den Vordergrund zu rücken, dass das doch nicht geklappt hat, dass im Gegenteil dieser Wandel-durch-Handel-Ansatz gescheitert ist. Ich glaube nicht, dass das Konzept des Wandels durch Handel endgültig gestorben ist, auch wenn es jetzt natürlich durch die Aktivitäten von Herrn Putin großen Schaden genommen hat. Aber diese Aktivitäten sind in ihrer Essenz so irrational, was die wirtschaftliche Entwicklung Russlands sowohl kurz- als auch langfristig angeht, dass man doch hoffen muss, dass andere Politiker hier nicht das als Vorbild sehen werden und sich rational verhalten werden. Und deshalb glaube ich, dass das Konzept an sich nicht tot ist, sondern durchaus noch Zukunft hat. The concept of change through trade is certainly outdated. The world in the last two or three months has completely changed. Europe has completely changed and it will not go back to how it was before. We are now forced to deal with different kinds of questions, different kinds of challenges in the past, and we as an institute also have to adapt to this. Europa hat eine Vielvölkerstruktur, hat irrsinnig viel Fehler gemacht, hat aus diesen gelernt und ist eigentlich geeignet wie kein anderer Block, die geopolitischen Probleme der Welt entscheidend mitzulösen und zu beeinflussen.
was wir einbringen konnten, ist einfach die spezielle Expertise, die wir über die Länder hatten, weil ja wir sehr viele Kollegen und Kolleginnen direkt aus der Region beschäftigt haben, die sozusagen wirklich Einsichten hatten, auch in die politischen Prozesse, die in diesen Ländern ablaufen. Andere können zum Beispiel ihre eigenen Länder viel besser analysieren als wir und haben Zusatzinformationen, die wir nicht besitzen. Aber sie glauben auch alle, dass ihr Land ganz speziell ist und sowohl im Guten als auch im Schlechten ein Einzelfall. Und da haben wir doch den Vorteil, dass wir die Länder miteinander vergleichen können, hier Muster der Ähnlichkeit, aber auch der Verschiedenheit identifizieren können. Und das ist quasi unser Added Value. What I like the most about this institute is the opportunity to engage with very interesting, very intelligent colleagues. We have a lot of very good people who work here, economists and also non-economists. Many of them are from Central and Eastern Europe. And it's this daily exchange, discussing ideas, discussing research, that I really value the most about working here. And in the pandemic, I really missed this badly. And I think we all appreciate this now much more. Ich mache es aus großer Überzeugung, weil ich finde, dieses WIIW ist ein sensationelles Institut, das unterschätzt wird in Österreich. Man kennt sie heiß und so weiter. Und die Leistung aber des Instituts als Nummer 3 in der Welt, was makroökonomische Thinktanks betrifft, ist so hervorragend. Ich sagte, ich möchte das, um im Land das ein bisschen mehr bekannt zu machen, einen Beitrag leisten. Das ist der Hauptgrund. Ein gutes Forschungsinstitut tut gut daran, an zwei Finanzierungsarten zu haben, wie Sie sagen, jene für die Freiforschung und jene für die projektgebundene. Und die Freiforschung muss wahrscheinlich durch den öffentlichen Sektor sichergestellt werden und die muss planbar sein. Die projektgebundene Forschung ist jene, die es erlaubt, am Puls der Zeit zu bleiben und Forschung zu betreiben, welche die Fragen der Länder beantworten. Jedes Institut braucht Geld, das nur eingesetzt wird oder ausgegeben wird, ich sage das jetzt sehr locker, für Arbeiten, die die Neugierde der Forscher machen wollen, wo es nicht einen Auftrag gibt, sondern das ist die, wie man im Englischen sagt, die Curiosity-Driven Research, die von Neugierde getriebene Forschung. Und die brauchen wir hier. Daher brauchen wir auch finanzielle Mittel, die nicht zweckgebunden sind. Ich fühle mich nicht eingeschränkt in meinem Forscherdrang durch die Notwendigkeit, Projektmittel einzuwerben. Das ist nun mal unser Geschäftsmodell und es ist auch wirklich gut machbar. Und das versuchen wir jetzt auch in der Arbeitsgruppe, die ich leite, einfach auch langfristige Projekte zu bekommen, wo wir uns dann auch beschäftigen können mit den in die Zukunft gerichteten Themen, die wir wichtig finden. You get to choose, of course, and write your proposals based on the topics that interest you. So it doesn't mean that just because it is project-based work, that it isn't something that is falling within your core interests. Wie in der Vergangenheit gilt es auch in der Zukunft, eine möglichst breite Basis der Finanzierung für das Institut sicherzustellen. Dabei sind natürlich die Subventionsgeber ganz wichtig, denn die sind mit ihren Subventionen der Hebel für uns, am Forschungsmarkt erfolgreich zu sein. Und hier haben wir auch ein breit gestreutes Spektrum an Auftraggebern, beispielsweise die europäischen Institutionen, aber zum Beispiel jetzt auch verstärkt die deutschen Stiftungen, internationale Organisationen, aber auch private Auftraggeber. I think we are certainly entering a new phase in terms of the global economy. And it's clear that the hyper-globalization, the huge expansion of global trade and finance that we've seen in the last 30 years has come to a stop. It may not be completely reversed, but it's going to develop in a different way now. We know there is this growing conflict, this growing tension between the US and China. And a big question for our institute is, what does this mean for Europe? How does this all apply to Europe and how will it affect us? Globalisierung ist nicht tot, aber sie ist sozusagen in manchen Bereichen überholungsbedürftig, wo man schauen muss, wie kann man die Abhängigkeit von einzelnen Faktoren oder Ländern reduzieren, wie kann man diversifizieren und wie kann man vor allem auch schauen, dass man zur Wiederverwertung und Wiederverwendung von Gütern kommt, sodass man nicht so abhängig ist wie früher. Allerdings eine gewisse internationale Verflechtung ist durchaus auch positiv. Es gab in den 2000er Jahren bis zur großen Finanzkrise
eine Phase der starken Globalisierung und auch der europäischen Integration. Beides ist sozusagen jetzt nicht tot, aber eingeschlafen in dem Sinn, dass es nicht mehr dynamisch weiterentwickelt, in dem Sinn, dass die Handelsintegration mehr oder weniger abgeschlossen ist, dass eher der Trend jetzt ein bisschen zurückgeht. We have a world where the evenness of globalization was fraying. There are holes in it. The international institutions are much less uniform and reliable in the application of the rules. And then you bring in COVID and the barbaric Russian invasion of Ukraine, and suddenly this accelerates rationally in response to the events. And so we're all having to now rethink. And the broad direction of travel is towards more arbitrary political interventions in economics, more legitimate and democratic political demands to have security or human rights concerns take over from economics. I think that economic decoupling is now the most likely scenario. We continue to talk in terms of sanctions, and that is what we see at the moment. But I think that's the wrong way to understand what's going on. We're seeing a fundamental decoupling of the Russian economy from most of the rest of Europe, which started in a way in 2014 with the first sanctions after the annexation of Crimea, but is now dramatically accelerated. And in the next 5, in the next 10 years, we're going to see this decoupling go further. Der Krieg bedeutet für Österreicher, für die CESE-Länder, aber auch für Europa sicherlich ein Problem, was das Wachstum anbelangt, aber auch natürlich für Inflation, zumindest kurzfristig dabei. Für die Länder selbst, diese CESE-Länder selbst, gibt es Chancen darin, dass eine Reihe von europäischen, westeuropäischen Ländern wahrscheinlich eine Reshoring, eine Überführung von Investitionen von weiter weg in die Nähe und damit auch nach Mittel- und Osteuropa vornehmen könnten. Und diese Länder könnten sehr stark davon profitieren. Mitgliedstaaten werden sich in der Zukunft ganz genau überlegen, ob dieser Wandel durch Handelansatz tatsächlich mit autoritären Regimes funktionieren kann. Und ich würde nicht ausschließen, dass so eine Art von Entkopplung auch stattfinden könnte, wenn es um Wirtschaft, Handelsbeziehungen, Kapitalströme und so weiter geht. It's time of great reckoning. That is clear. And I think the main order of the day is now resilience. Through the crisis, first COVID, then Russian attack on Ukraine, Europe became clear that we're not resilient enough. So for European Union and for European policymakers, I think a lot of work on resilience and diversification is in front of us. I personally think the policy system has certainly over the last decade neglected the neighborhood. The European neighborhood was always sort of taken for granted, and in the major capitals, one liked to talk about how to position oneself vis-a-vis China and vis-a-vis the United States, which is of course crucial questions. But by neglecting the neighborhood or not paying enough attention to the neighborhood, of course, we lose our core constituencies. Ich wünsche dem Institut, dass es so wie bisher immer wieder sich erneuert, denn wir können da nicht stehen bleiben. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, gerade auch aus der Ökologie heraus, aus der Nachhaltigkeit, aus dem Klimawandel. Aber das immer in Verbindung setzen mit Faktenwissen, mit auch der Vermittlung dieses Wissen an die Öffentlichkeit. Denn so sehr es ein wissenschaftliches Institut ist, auch die Wissenschaft hat Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. My wish for the Institute is just, you know, stay who you are. It can't get much better. So you're doing great and I really wish you only the best. Zumindest weitere 50 Jahre weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Österreichischen Nationalbank und ich würde sagen, weiter auch jenes Maß an Ausgewogenheit, was die Arbeit bisher gekennzeichnet hat.